Leute, ganz kurz vorweg, ich fange hier eine neue Karriere an. Diese zählt allerdings zu der alten Karriere dazu. Der Grund dafür ist, dass ich einfach schon viele Karrieren gestartet habe. Rechts oben beim i die Playlist zur Trainerkarriere. Da haben wir eine PES-Trainerkarriere beim FC Bayern München. Und viele haben mir auch geschrieben, ich soll vielleicht bei PES eine Torwartkarriere wieder anfangen, weil die FIFA-Torwartkarriere nicht funktioniert hat. Dann habe ich aber auch hier rechts oben beim i die Verteidigerkarriere angefangen. Auch ganz cool gewesen. Und dann hatte ich bisher schon eine FIFA 18 Torwartkarriere gehabt. Wie gesagt, die funktionierte nicht mehr, das erzähle ich gleich auch nochmal. Und jetzt dachte ich mir einfach, komm, hey, startest du doch einfach eine neue Karriere, zählst sie aber zu alten dazu. Also es geht jetzt dann einfach weiter mit Hashtag, nicht mit Hashtag 1, 2, 3, sondern es geht jetzt dann weiter mit Hashtag, was weiß ich, 13, 14, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir schon hatten. Aber auch die Playlist ist rechts oben beim i verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 18 Torwartkarriere. Karriere. Wir fangen eine neue Karriere an, denn die alte Karriere ist einfach andauernd abgestürzt. Das ist so mies einfach. Ich konnte seit ungefähr 2 Monaten keine Torwartkarriere-Folge mehr aufnehmen, weil das Spiel einfach die ganze Zeit abgestürzt ist, an der genau selben Stelle immer und immer wieder. Deswegen habe ich mir jetzt einfach gedacht, komm, machst du eine neue Karriere, weil, ne, Torwartkarriere ist halt einfach cool, kommt bei euch auch mega gut an. In der alten Karriere sind wir bei den Würzburger Kickers reingestartet und jetzt zum Ende der Karriere sind wir zu Arsenal gewechselt, von den Würzburger Kickers zu Arsenal. Und ja, jetzt denke ich einfach mal, starten wir direkt bei Arsenal rein, weil ich möchte jetzt nicht wieder bei den Würzburger Kickers anfangen oder bei irgendeinem schlechteren Verein. Und ich versuche mich dann jetzt eben hoch zu pushen, aber das geht, denke ich. So, wir spielen auf Legende, 6 Minuten, Euro, aktuell heruntergeladene Teams natürlich. In der Champions League sind wir natürlich nicht mit drin, aber natürlich in der Europa League, hier in Gruppe G. Und das erste Transferfenster im Sommer deaktivieren. Machen wir natürlich, denn ich möchte nicht, dass ich direkt verkauft werde. Mal gucken, ich kann meine Werte natürlich jetzt nicht selber einstellen, aber ich kann mich natürlich hochpushen, das könnte ich eventuell machen und ich hoffe, das funktioniert auch. Wir erstellen uns natürlich einen eigenen Pro und ja, jetzt muss ich das alles wieder machen. Wir sehen uns gleich, wenn ich fertig bin. So, ich habe jetzt alles einfach mal grob eingestellt und wir drücken auf Weiter. Also es ist jetzt nicht so krass, alles genau eingestellt, nur die wichtigen Sachen habe ich jetzt mal angewählt. So, jetzt sind wir natürlich wieder schlecht von den Werten her, aber normalerweise gibt es ja ein Vorbereitungsturnier. Und ich denke, das hier ist das Vorbereitungsturnier. Und ja, von daher, wenn ich da jetzt einfach ein bisschen schummel und mich ein bisschen hochpushe, denke ich, habt ihr nichts dagegen. Denn sonst starten wir wieder von null quasi und das wäre auch nicht ganz so geil. Von daher würde ich einfach sagen, wir sehen uns, wenn dieses Vorbereitungsturnier rum ist und ich dann hoffentlich auch besser bin. So Leute, das Vorbereitungsturnier ist endlich zu Ende. Ich habe jetzt knapp 2 Stunden gespielt und ja, wir haben auf jeden Fall das Vorbereitungsturnier mega gut gewonnen. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen mich quasi gepusht, aber das ist ja kein Problem. Denn in der alten Karriere waren wir eigentlich schon viel, viel weiter. Die alte Karriere, wie gesagt, kann man leider nicht zurückholen. Der alte Mike ist gestorben. Es tut mir leid, aber er ist gestorben. Der neue Mike spielt jetzt bei Arsenal. Das Spiel, bin ich überhaupt in der Startformation? Ja, spielt das Spiel gegen Chelsea. Das ist der Community Shield. Keine Ahnung, was das für ein Pokal ist. Aber das Spiel zeige ich euch heute in der heutigen Folge noch. Und dann war es das schon mit der heutigen Folge. Weil, wie gesagt, ich habe 2 Stunden jetzt gespielt. Das war nicht geplant, dass das so lange dauert. Aber ja, auf jeden Fall habe ich jetzt eine Bewertung von 71. Und ja, ich bin gespannt, wie das jetzt läuft, wenn ich nicht mehr cheate. Let's go. Also wie gesagt, keine Ahnung, was dieses Community Shield ist. Ich kenne mich in der Premier League leider nicht so gut aus. Falls mich da jemand aufklären kann, dann einfach mal einen Kommentar schreiben. Aber das ist hier irgendwie ein Finale. Wir können hier einen Pokal gewinnen, wenn wir heute gewinnen. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt das erste Spiel, wo ich richtig spiele, wo ich normal spiele. Und ich bin wirklich mega gespannt, wie das jetzt so läuft, weil wir sind jetzt nicht mehr so der krasse Torwart. Wir haben jetzt quasi wieder von neu angefangen. Das wird jetzt alles wieder ein bisschen schwieriger, aber ich denke, wir kriegen das hin. Da hinten ist der Pokal, die Scheibe. Die wollen wir nachher in Händen halten. Let's go. Geiles Stadion auch, echt fett.
Partie wurde gerade angepfiffen, das Stadion ist echt fett, das fällt mir gerade richtig hart auf. Krass. Jetzt bekommt Chelsea vielleicht mal die erste Chance. Nein, er wird umgehauen, Elfmeter. Och, mein Junge, warum haust du den denn um? Und warum pfeifst du denn, Schiri? Oh, was? Erstens, warum haut er den um? Und zweitens, warum pfeift der Schiri dann direkt? Das ist doch kacke. Jetzt muss ich hier einen Elfmeter halten. Beziehungsweise probieren, ihn zu halten. Oh, er geht an den Pfosten und weg. Oh, Leute. Nice. Alter, Arsene Wenger freut sich. Irgendwie nicht, aber ja. Trotzdem jetzt vielleicht nochmal Chelsea. Den haben wir. Und ich habe den Trainer angemacht vor lauter Zeug. Ha. Leute. Und der nächste Pfostentreffer. Ramsey war es, glaube ich. Das war der Halbzeitpfiff. Bisher ein spannendes Spiel, wie es sich für ein Finale gehört. Beim Elfmeter haben wir richtig Schwein gehabt. Da habe ich mich nämlich für die falsche Ecke entschieden. Ball geht an den Pfosten und wir sind davon gekommen. Bisher noch 0:0. Ja, dann hatten wir auch einen Pfostentreffer. Vielleicht können wir das entscheidende Tor machen. Und vielleicht können wir auch hinten die entscheidende Parade machen. Ja, voll 1:0. Mesut Özil 1:0 für die Gunners. Nice one. Das ist schon mal nicht schlecht. Gute Voraussetzung. Ja, den haben wir. Wichtig und gut. Und den haben wir. Nice one. Und abseits. Boah. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Es sind noch 15 Minuten zu spielen und wir haben eine Ein-Tor-Kein-Tor-Führung quasi. Also wir könnten natürlich mit dem 1:0 gewinnen. Hätte ich nichts dagegen, aber das wird kritisch jetzt, weil man weiß nie, was hier passiert. Ein Tor, kein Tor, wie gesagt. Mal schauen. Wir kriegen den Ball und hauen ihn weg. Kriegt er ihn? Jawohl, nice one. Und jetzt vielleicht nochmal Chelsea. Es sind die letzten Minuten, es ist schon Nachspielzeit. Wir haben schon die Nachspielzeit und wir können den Ball halten. Ecke. Ecke nochmal zum Schluss hin. Ich weiß nicht, ob er rein wäre. Ja, vielleicht, wahrscheinlich. Ecke. Nach dieser Ecke ist das Spiel aus. Nach dieser Ecke ist das Spiel wohlmöglich aus. Es ist aus. Jo. Wir haben's. Wir haben den Pokal, die Scheibe, was auch immer. Ob das jetzt wichtig ist, keine Ahnung. Und wir haben tatsächlich, wie ich es in der Halbzeit gesagt habe, das entscheidende Tor gemacht und die entscheidende Parade. Hier zum Schluss nochmal in der Nachspielzeit und können uns jetzt glücklichen Sieger nennen und heben hier die Scheibe hoch. Nice one. Mega geil. Mit Arsenal direkt mal hier den Community Shield gewonnen. Kann man mal machen. Und kein schlechtes Spiel. Also war halt viel Spannung, viel im Mittelfeld. Aber die Bälle, die ich parieren musste, habe ich pariert. Und vorne hat es auch gereicht zum entscheidenden Treffer. Zum 1:0 von Mesut Özil. Zwei gefangene Bälle, einen pariert. Mega geil. Aufs Foto habe ich jetzt mal verzichtet. Denn das war's jetzt von der heutigen Folge. Ich habe jetzt insgesamt knapp 2,5 Stunden aufgenommen. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Wertung da, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.